Hey Leute, hier ist Trinity. Ich begrüße euch zu unserem letzten Teil der FIA World Rallycross Championship. Wir sind heute in Norwegen und ihr werdet es kaum glauben. Entgegen aller Erwartungen haben wir offensichtlich wieder gutes Wetter. Was ich wie gesagt ein bisschen schade finde, aber wenn die das so machen wollen, dann ist das nun mal so. Und da können wir dann auch nichts dran ändern. Ich werde mal jetzt ohne Training direkt in die Heats reinstarten. Mir ist die Strecke ja ganz gut bekannt und ja, wir starten direkt rein. Und wundern uns ein wenig, wieso wir jetzt überhaupt ein zweites Mal die ganze Championship fahren. Und das bei gutem Wetter. Also es hätte es für mich wirklich Sinn ergeben, wenn denn jetzt wir wirklich überall die Jungs, wenn wir denn jetzt tatsächlich überall Regen gehabt hätten. Aber das war ja nicht der Fall. Ansonsten habe ich keine großen Unterschiede festgestellt. Also ich finde es auch nicht schwieriger. Das Einzige, was man sagen könnte, was aber vielleicht auch Zufall ist, dass die KI ziemlich aggressiv rüberkommt. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt tatsächlich aggressiver ist oder ob das, wie gesagt, einfach nur dem Zufall geschuldet ist. Und wir beim letzten Mal etwas mehr Glück hatten, obwohl die natürlich... Ja. Obwohl die da natürlich auch schon recht aggressiv war, die KI, aber nicht so sehr wie bei diesem Mal, finde ich. Aber um herausfinden zu können, ob das jetzt Zufall war oder nicht, müsste man ja theoretisch noch zweimal den Championship fahren. Das ist eigentlich nicht in der Planung. So, dann fahrt ihr jetzt mal euren Joker und ich fahre an euch vorbei. Wir erwarten, dass das Autofolie die letzte Runde öffnet. Der war auch noch nicht drin. Die Chance, den einzuholen. Mann, das kostet aber Gummi, ey. Ja, er muss jetzt reinfahren. Das ist für uns die Gelegenheit, an ihm vorbeizuziehen. Jetzt müssen wir die Führung nur noch halten. Und dann gehört der erste Heat schon mal uns. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es der oder das Heat heißt. Ich glaube, ich sage das wohl immer so, wie es gerade passt. Oder die Heat. Die Heat. Qualifizierungsrunde. Keine Ahnung. Die Rundenzeit allerdings gefällt mir schon mal sehr, obwohl wir trotzdem nur auf dem zweiten Platz gelandet sind. Das liegt wohl an der Sekunde, die wir hinter Christoffersen zurückliegen. Da muss er wohl zwischendurch mal oder eine Runde schneller gewesen sein oder irgendwie. Ne, kann er ja nicht. Dann waren wir einige Runden zu langsam. Was aber hier wichtig ist, ist der Hansen, der den ersten Platz hat bisher in der Gesamtwertung. Der ist hier nur auf Platz 4 gelandet. Und wir hoffen mal, dass der jetzt nicht das beste Ergebnis einheimst, denn dann haben wir ganz gute Chancen, den Championship noch zu gewinnen sogar. Aktuell mit dem zweiten Platz stehen wir da ganz gut da. Wir haben nur 17 Punkte Rückstand, also es ist noch drin. Hängt davon ab, was Hansen macht. Das knallt schon wieder ordentlich hinter uns. Um dem aus dem Weg zu gehen, habe ich mir gedacht, fahre ich jetzt mal die Joker Lab. Mal gucken, ob das die richtige Strategie war. Die behaken sich schon wieder ganz ordentlich da vorne.
Oje, das ging ein bisschen daneben. Ich wollte gerade sagen, wir kommen langsam, aber sicher ran, aber das war jetzt natürlich ein bisschen doof. Aber wenn der Abstand nicht größer wird, dann haben wir eine gute Chance, die Jungs zu kriegen, wenn sie ihre Bonus-Lap fahren. Sieht man wieder nicht sehr viel. Das war auch nicht ideal, es klappt einfach nicht jedes Mal perfekt. Zwei fahren in die Bonus-Lap. Die haben wir schon mal im Sack. Ich glaube, das Auto vor dir wird die letzte Runde als Jung runterfahren. Ja, muss er wohl, ne? Dürfen uns noch keinen Fehler mehr erlauben. Das wird teuer. Immer wenn ich von Fehlern spreche, dann passieren auch sofort welche. Aber es ist echt super erstaunlich. Nicht nur, dass wir nicht zurückgefallen sind, wir haben sogar den Führenden noch überholt. Im Rallycross scheint jedenfalls alles möglich zu sein. Obwohl ich mir vorstellen könnte, durch diese Zeit, die wir hier oben immer verloren haben, müssen wir jetzt nicht gerade den ersten Platz haben unbedingt, denn die Gesamtrundenzeit, die dürfte nicht so berauschend sein. Ja, doch, es hat gereicht. Gerade so, eine halbe Sekunde Vorsprung auf Christoffersen und Hansen, der rückt langsam ran. Das gefällt mir gar nicht. Er ist zwar immer noch auf Platz 4, aber er tastet sich langsam vor. Punktestand im Moment gleich mit dem ersten. Wir sind wieder ganz gut weggekommen, aber ich fahre jetzt trotzdem in die Bonus-Lap, denn ich habe echt Schiss mittlerweile, wenn man das nicht tut, dass die anderen es dann machen und dann knallen die wieder voll in einen rein. Das muss nicht unbedingt. Und da die Strategie gerade auch ganz gut aufging, warum sollte es jetzt nicht klappen? Ja, die Kante hier vorne auf jeden Fall gefährlich. Da muss man wohl aufpassen, dass man nicht zu weit links fährt. Ja, das war auch nur suboptimal. Bleibt mir von der Pelle. Da hat es ordentlich gekracht jetzt. Das ist nämlich genau das, was ich immer befürchte, wenn ich die Joker Lab nicht zu Anfang fahre. Dass dann jemand anders da rein will und volles Rohr in mich reinkracht. Ja, ich denke, damit ist die Sache echt gegessen. Also diesen Lead werden wir dann wohl einstecken, denke ich. Die Frage ist nur, wen es da jetzt besonders erwischt hat. Ich persönlich hoffe, es ist Hansen. Das ist nichts Persönliches, es geht nur einfach darum. Ich will, dass der von seinem Sockel da oben runterkommt. Dann schaffen wir den ersten Platz noch.
war jetzt auch nicht gerade ein Lehrstück. Aber wir haben gewonnen. Mit 2,36. Das ist doch eine ganz gute Zeit. 37, 66, 2. Ausgezeichnet, aber Hansen hat es nicht erwischt. Der ist uns echt auf den Fersen. Und ist jetzt einen Platz aufgerückt. Gut. Wir haben aber immer noch fast 20 Punkte Vorsprung. Und fahren jetzt das letzte Heat. Oh, Innenbahn, es wird gefährlich, glaube ich. Also, wir kennen das Spiel. Gleich rein in die Joker. Bloß weg von diesen Verrückten. Dass die Reifen das mitmachen. Aber wir sind ja nicht bei der Formel 1. Anscheinend halten die Reifen hier besser. War nicht ganz beabsichtigt, nur teilweise. Ja, Jungs, ihr müsst aber die Joker Lab noch fahren. Ne? Oh, 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 oh. Es ist gerade noch mal gut gegangen. Und der Führende muss die Joker Lab noch fahren. Also wir haben noch die Chance, ihn zu kriegen. Wenn wir noch wieder ein bisschen an ihn rankommen. Aber die Kurve hier, die bin ich auch in der Vergangenheit schon besser gefahren. Also aber wir haben ihn souverän überholt. Sag mal, kommt das nur mir so vor oder sieht das so aus, als ob die schweben, die Autos im Rückspiegel? Das ist irgendwie nicht so prickelnd dargestellt, ne? Also, was mich persönlich angeht, ich hätte jetzt auch wunderbar auf diesen Rückspiegel verzichten können, aus dieser Ansicht heraus. Ist ehrlich gesagt nicht so meins. Aber was will man machen? Ja, nochmal ein bisschen draufgelegt auf die Rundenzeit. Und die Rennzeit. 50 Punkte eingeheimst. Hansen klebt uns immer noch wie Pech an der Ferse. Aber wir haben erstmal die Heats gewonnen. Ich hoffe, dass das jetzt so weiterläuft im Halbfinale. Und es da nicht so ein Desaster gibt wie in Hölliers. Wir werden direkt wieder in die Joker Lab fahren. Wenn wir die Gelegenheit kriegen, könnte schwierig werden, aber doch, passt eigentlich, glaube ich. Das Auto hinter dir fährt jetzt die Joker. Ach guck, uns ist einer gefolgt, zwei sogar. Ah, zu weit rausgekommen hier an der Stelle. Ja, das verändert natürlich ein bisschen die Situation, jetzt dürfen wir uns keine Fehler erlauben. Weil die beiden hinter uns schon die Joker Lab gefahren haben. Ja.
Ja, komm. Wehe, du schiebst uns hier weg. Sauber überholt. Oh, da sind wir ein bisschen weit rausgekommen. Aber die Rennkommission hat nichts gesehen. Junge. Der ist immer noch nicht in die Joker. Lap rein. Langsam ran. Ich glaube, das Auto vor dir wird die Lebensmittelleistung runterfahren. Richtig schon noch. Keine Angst. Hier wird sich nichts gekränkt. Boah, Junge! Jetzt ist genau passiert. Der musste in die Joker Lab rein. Und hat mich mal sauber weggeputzt. Da. Aber wir haben den Wagen relativ schnell wieder unter Kontrolle gekriegt. Jetzt ist nur die Frage, was passiert mit dem Jungen hier? Und wer ist das? Das ist nicht Hansen, das ist schon mal gut. Ja, jetzt bin ich zwar an ihm vorbeigeschossen, aber das hat nicht viel gebracht. Und das in der letzten Runde, sowas Ärgerliches. Aber sei es drum. Wir haben immer noch den zweiten Platz gemacht und das reicht locker für die Quali. Und Hansen ist raus. Das ist ausgezeichnet. Besser hätte es ja gar nicht laufen können. Dann macht er nicht gerade sonderlich viele Punkte. Und wir haben jetzt wirklich die Chance, den Championship mit Platz 1 abzuschließen. Das wäre zwar nicht das erste Mal, aber sollte ja trotzdem irgendwie das Ziel sein. Und ab geht's ins Finale. Wir können uns natürlich auch den Zwischenstand mal angucken, aber 25 Punkte, Hansen krebst da unten irgendwo rum. Ja, das reicht aber nicht. Wir kriegen, wenn wir 25 Punkte kriegen, haben wir 58 Punkte. Und wenn Hansen wirklich 20 Punkte kriegt, für was eigentlich? Dafür, dass er ausgeschieden ist? Das möchte ich aber jetzt nochmal sehen. Für den 8. Platz kriegt er 20 Punkte. Das finde ich aber heftig. Naja, gut, dann sollte das tatsächlich so sein. Dann, oder sind das die, die er jetzt hier eingefahren hat? Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es erleben. Es bleibt spannend. Wenn er seine 20 Punkte kriegt, kriegen wir ihn nicht mehr. Dann schließen wir das Event mit dem zweiten Platz ab. Alles vorausgesetzt, wir gewinnen jetzt natürlich das Finale. Ich bin einfach mal total optimistisch. Und knall jetzt erstmal hier in die Bonus-Lab rein. Das Auto hinter dir hat die Tür. Ist doch schon mal ausgezeichnet gelaufen. Jetzt müssen wir bloß noch Heike ihn da vorne einholen. Und der muss die Bonus-Lap noch fahren und wir haben jetzt 6 Runden Zeit, also es ist alles drin. Und ich lenke an der Stelle immer ein bisschen zu spät ein, habe ich das Gefühl.
Oh Mann! Mach keinen Scheiß, Kind. Ja, ohne Handbremse geht's schlechter an der Stelle. Oh, da ist ja, wenn die Eisen gegangen sind. Hier, jetzt mal zusehen, dass ich ein bisschen früher einlenke vielleicht. Na, das hat auch nicht gereicht. Na komm. Ja, es ist alles im grünen Bereich. Wir haben noch drei Runden. Das war jetzt etwas ungünstig. Wir sind noch an ihm dran. Nicht so weit links. Und ich denke, er wird jetzt dann demnächst auch mal. Na, er will immer noch nicht. Das ist die Stelle. Können wir uns vorbeischieben. Ich frage mich jetzt allerdings schon wieder, wo das ganze Feld geblieben ist. Ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht vorne schon wieder geknallt haben. Ich krieg das ja nicht so mit, wenn man an der Spitze rumfährt. Aber da ist niemand zu sehen. Wow! Wieder. Die wollen völlig kompromisslos in die Joker Lab rein und da ist denen das scheißegal, ob du da im Weg stehst. Ja, irgendeiner. Ah, da kommt das Feld. Hat der Crash so viel Zeit gekostet. Aber die driften da hinten immer noch rum. Und ich denke, wenn jetzt alles gut geht, dann holen die uns nicht mehr ein. Und dann ist jetzt nur die Frage, was bringt uns das gegenüber Hansen? Und holt er tatsächlich seine 20 Punkte für den 8. Platz? Oder kriegen wir ihn doch noch? Aber ich denke, mit 58 Punkten, die wir dann aller Voraussicht nach machen werden, ist das, wird's ein bisschen eng da oben. Also das, ich glaube nicht, dass wir ihn damit einholen. Weil er mit 50 Punkten einfach enorm viel vorgelegt hat. Und das war's. Ein kleines Stunt hinlegen. Ah, hat nicht mehr gereicht. Okay, wir haben zumindest schon mal. Ah, da fliegen wir. Den ersten Platz gemacht. Schauen uns das Ganze nochmal an. Und die Spannung steigt. Was ist denn dann jetzt am Ende geworden? Ist. Insgesamt war es jetzt nicht so schwierig. Also es ist wirklich, man kann festhalten, Lyden Hill ist echt am härtesten. Es hat mir aber trotzdem am meisten Spaß gemacht jetzt bei diesem Event, weil eben aufgrund des Wetters, weil es so schön geregnet hat. Und das Ganze dadurch viel spannender wurde, eine ganz andere Dynamik da reinkam in das Rennen. Auch eine schöne Perspektive. Da kam eine ganz andere Dynamik in das Rennen und es war sehr viel unvorhersehbarer. Im Gegensatz zu dann Schweden, da ist uns ja eigentlich im Grunde nichts Großartiges passiert. Wir sind mit dem zweiten Platz nach Hause gefahren. War ganz gut gelaufen und jetzt hier Norwegen war verhältnismäßig lahm, ehrlich gesagt. Die KI war jetzt nicht besonders hart. Gut, ein paar von den Remplern, die hätten echt übler ausgehen können und dann hätte es natürlich ganz anders ausgesehen für uns. Aber letzten Endes hat man hier fast immer die Garantie, wenn man nicht allzu weit hinten dran hängt, dass man den Gegner in dem Moment kriegt, wo er in die Joker Lab reinfährt.
Und insofern war das jetzt kein so schweres Event. Und damit sind wir dann jetzt wahrscheinlich schon am Ende angekommen. Also ich weiß, ich habe das jetzt auch schon das letzte Mal gesagt, als wir in Norwegen waren. Aber wie gesagt, also ich wüsste jetzt wirklich nicht, was noch kommen sollte. Ich habe hier jetzt keine Veränderung des Schwierigkeitsgrades festgestellt. Das Einzige, was dann jetzt noch kommen würde, wäre dann Schweden im Regen, Norwegen im Regen und London wieder bei Sonnenschein oder so. Ich habe keine Ahnung, also dass sich die Wetterverhältnisse hier und da mal ändern. Ich kann ja auch mal versuchen herauszufinden, ob man da im Internet irgendwo was findet dazu. Ob das denn jetzt hier mal irgendwie ein Ende hat, dieser Championship. Wenn wir es denn jetzt noch nicht erreicht haben. Oder ob das immer wieder von vorne losgeht. Wäre schon sinnvoll, das zu wissen. Ja, da hat er uns ordentlich getroffen. Deshalb bin ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig. Mit meinen Äußerungen von wegen das war's und so, aber geplant ist jetzt eigentlich nicht noch mehr. Zumindest was die FIA Championship angeht. Ja, Driften ist nicht meine Spezialität, muss ich dazu sagen. Ich bin immer froh, wenn ich das in irgendeiner Form vermeiden kann. Zumindest auf Asphalt fällt mir das doch ziemlich schwer, muss ich sagen. Da kommt er angebraust. Der kleine Peugeot, der hat es ganz schön in sich auf jeden Fall. Ja, okay, also, wir haben den ersten Platz hier geholt, haben wieder eine ganz respektable Rundenzeit eingefahren und guck mal, was uns das jetzt am Ende gebracht hat. Ja, Hansen kriegt 15 Punkte, damit hat er 65, wenn ich richtig rechne, und wir 58, also kriegen wir ihn nicht. Doch, wir haben ihn doch gekriegt. Wow! Erstaunlich, mit 4 Punkten Vorsprung haben wir ihn doch noch gepackt. 3-2-1 Platzierung, schon lustig. Ja, wunderbar, nette Überraschung. Ich guck jetzt mal weiter. Und hier steht, du hast die besten Rallycross-Fahrer dieser Welt geschlagen und es bis zur Top-Platzierung gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist nett, das stand aber auch beim letzten Mal schon da. Und es gibt keine Errungenschaft bei Steam, sehe ich gerade. Die haben wir ja schon bekommen. Und ich schaue jetzt noch mal eben rein, was hier jetzt steht. Hier steht jetzt 0 von 3, neu, Lyddon Hill, England. Und wenn ich das jetzt anklicke, haben wir irgendein geheimes Auto freigeschaltet? Nee, auch nicht. Dann sehen wir hier Lyddon Hill, England, volle Strecke, bestes Wetter. Also ich vermute mal, dass das jetzt halt einfach irgendwie in der Schleife hier immer weitergeht. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, als hätte sich da was verändert gehabt beim letzten Mal und als wäre da irgendwie die Schwierigkeit gesteigert gewesen oder so. Aber ich schaue hier mal rein und sollte es sich lohnen, dann mache ich nochmal eine Aufnahme. Wenn sich das einfach nur wiederholt, dann mache ich an der Stelle mit dem zumindest mit dem FIA Championship erstmal Schluss. Also es wird in Zukunft sicherlich nochmal Rallycross geben in irgendeiner Form. Aber ich würde dann jetzt mit der FIA aufhören hier mit dem Championship und hoffe, dass es euch ein bisschen gefallen hat, dass ihr Spaß hattet und euch genauso gerne wie ich an die erste Lyddon Hill zurückerinnert bei Regen und das war ja echt eine Hammer-Action, die wir da hatten und alleine dafür hat es sich schon gelohnt. Und ich wünsche euch erstmal alles Gute. Wir sehen uns dann bei einem nächsten Event wieder. Ciao!